Ausflug Maschinenring Erdingen ins Kalkwerk Isstein in Efringenkirchen, Deutschland. Alles ist am Zoomen. Platon, Raststätte Platon, hier hatten wir Kaffeehalt, jetzt geht's weiter. Ankunft im Kalkwerk. Werksleiter, der Herr Schmidt. Stellvertreter, der Herr Löffler, das ist der Verkaufsleiter und der Herr Kühn ist der Leiter Qualitätsmanagement. Und der Rest kann jetzt sehen. Ja, jetzt liegt es an mir, jetzt muss ich sagen, ich hoffe, Sie verstehen das Fremdländische, meine fremdländische Sprache. Dafür muss ich mich erstmal nicht entschuldigen, aber um Verständnis bitten. Also ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen in Deutschlands schönstem Kalkwerk. Wir hatten eigentlich gehofft, dass Sie die Sonne mitbringen, weil wir hatten sie bestellt, aber sie ist heute Morgen nicht angekommen. Vielleicht kommt sie nachher noch durch. Wie gesagt, freuen wir uns. Kurze Begrüßung und kurz Vortrag über unser Werk, was wir hier so tun. Und dann fährt der Herr Schmidt mit Ihnen raus, mit den Herren in den Steinbruch. Und wenn die Reise dann wieder ins Werk zurückkommt, da teilen wir uns auf in zwei Gruppen, vielleicht auch in drei Gruppen, wenn es geht, müssen wir gucken. Und dann gehen wir ein bisschen durchs Werk und um kurz vor 12 dürfen wir Sie dann zu einer Vesper einladen. Und dann hoffen wir, dass Sie noch viele Fragen haben und dass Sie vor allen Dingen gut gelaunte Gesichter haben. Schwitzerdeutsch, alle mal nicht verstehen, Adi. Im Gegensatz zum Chef kann ich drei Sprachen. Alle mal nicht Schwitzerdeutsch und der Kleine Hochdeutsch. Aber das ist mir auch nicht. 50 bis 60 Tonnen zuladen. 100, 110 Tonnen Gesamtgewicht, zwei Achser. Und es ist Schaurahmenkeeper, Caterpillar. Ja, recht schön da einer. Das ist der Elbe. Der wird in den nächsten vier Wochen ausgewechselt. Da kriegen wir eine neue dafür. Also sind schon ordentliche Dinge. Wie gesagt, da wird tagsüber Tagschicht geschafft von 7 bis 17 Uhr. Außer sind mal mehr Aufwand notwendig, dann etwas mehr. Auch die Scheibuchgeräte, das wo jetzt rechts steht, das ist wie gesagt der Hetzi-Dienst Stühn. Der wird jetzt ausgewechselt, das sind heute hochmoderne Arbeitsplätze, vollautomatische Betriebe. Der Fahrer braucht nur noch vorwählen und Gas geben und Bremse mit Retarder etc. Klimatisiert die Fahrzeuge und das sind wirklich moderne Arbeitsplätze. Der neue, den wir jetzt kriegen, der hat sogar 50, der bringt knapp 60 Tonnen die eine vor und gibt ab. Die haben auch eine Blinkampel in der Abgiebsstation, dass wenn jetzt eine Störung ist. Wir sind vorher mit dem Bus, der hat unten gestanden, die sind ganz hinter die Felswand, der da unten drunter sind wir gestanden, die sind jetzt mit Verfüllung schon gelaufen ist. Und da haben wir jetzt die aktive Abbausohle, da haben wir auch gerade noch gesprengt, aber da müssen 300 Meter weg sein, das sind wir nicht mehr. Und dann fahren sie den nächsten Bereich. Rein ins Kalkwerk. Wir sind jetzt in unserem Leitstand.
Leitstandsfahrer ist heute der Stich jetzt in der Schicht, das ist ein Arbeitsplatz, der ist 24 Stunden besetzt. Darum ist es auch gut so ein Notruf. Nummernplatz, also wir rufen hier an, wenn irgendwas sich direkt die 112, die der Herr Schmidt auf seinem Auto hat, sondern eben hier diese Telefonnummer. Weil da ist immer jemand da, der dann alles weiß. Ja, macht eine gute Zeit in seiner Mannschaft. Ich darf mich recht herzlich von meiner Seite fürs Interesse bedanken. Der Herr Leifgen wird nach dem Mittagessen noch schnell im Weinkeller vorbeikommen. Der ist auch noch unterwegs jetzt. Aber vielen Dank für Ihr Interesse am Kalk und dass Sie wiederhin für uns genug Kalk verbrauchen. Und zwar immer zufrieden sind und ansonsten, wenn Sie es unserem Vertrieb melden, dann können wir auch etwas machen dazu. Ich wünsche euch jetzt noch alles Gute beim Wein und beim Essen. Und eine gute Heimkehr. Tschüss, Dankeschön. Merci. Wenn wir zwei, drei Wein probieren, zwei stehen jetzt auf dem Tisch zum Essen. Also wie so eine Rote, da kann jetzt jeder selber einschenken und dann gewünscht wird, dann machen wir noch eine Sorte dazu. 60 haben wir es begonnen, an den 69 ist abgepflanzt worden, Teil, die erste Flasche, die wir dann für die Zusammenflasche. Zum Wohl. Super. Zum Wohl. Wir heute Fahrt nach Bad Bellingen im Ladenhaus Ettenbühl, Rosengarten, Kaffee, Restaurant, Shop und so weiter. Nächster Video, Landhaus Ettenbühl.